Jetzt muss ich mal gucken. Kelly hat das vorhin geschrieben. Jetzt muss ich hochscrollen. Einen Augenblick. Denkt man da, wo war denn das jetzt? Wenn man im Menü unter Verschiedenes gibt es die Tutorials. Genau. Verschiedenes Tutorials. Tipps für den Reisenden 1 und 2. Statussymbol. Wieso hat der mir die. Die hat der mir aber nicht angezeigt, oder? Ey, die Drecksau. Die hat der mir aber nicht angegeben. Ich bin endlich froh, jemanden gefunden zu haben, der sich mehr mit dem Spiel auskennt. Falsch steckt. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe von dem Spiel keine Ahnung. Okay, das ist jetzt übertrieben. Ich habe fast keine Ahnung. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe vorher, ich habe hier und da Videos gesehen, die halt unter der Switch unter Neuigkeiten gebracht wurden. Auch nicht alle, das möchte ich noch nachholen. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber da ich heute nicht um 18 Uhr, sondern um 16 Uhr angefangen habe, weil ich unbedingt das Spiel spielen wollte, hat das nicht mehr so ganz hingehauen. Aber wir lernen gemeinsam. Ja, und so, genau, das ist Blindheit. Die Blindheit sah bei mir aber anders aus. Muss ich nochmal gucken. Schlaf, Verwirrung. Okay, wenn man das mal gesehen hat, dann ergibt das Sinn. Verstummung, Fertigkeiten können ich. Verstummung war das vorhin. Das war das. Okay, Tempo erhöht, verringert. Ja, ich will mit der Maus, will ich euch da wieder was zeigen. Das funktioniert von der Konsole nicht. Das könnte ich jetzt zwar machen, aber das wird Brainfuck. Lassen wir lieber. Das hat mir sehr geholfen, danke dir. Vivo, was? Was hat dir geholfen? Also wenn ich hier rede ohne Punkt und Komma und lalala und hast du nicht gesehen und tralala, dann weiß ich nach 5 Sekunden nicht mehr, was ich vor 10 Sekunden gesagt habe. Also dann wären zusammenhängende Sachen für mich hilfreich. Vor allem, wenn ich gerade so viel auf einmal rede. So, okay, das macht... Also da kann ich dann nachgucken, das ist schon mal Sinn. Okay, das werde ich mir dann aber im... Off dann auch nochmal angucken. Gruppenmitglieder. Genau, schließt Kapitel 1 ihrer Geschichte ab und sie werden sich euch anschließen. Nach Kapitel 1 könnt ihr eure Gruppenmitglieder im Wirtshaus ändern. Genau, das probieren wir jetzt nochmal, bevor wir... Ophelia andere labern. Wo ist hier? Bist du Wirtshaus? Du bist Wirtshaus. Seid gegrüßt. Wie kann ich heute helfen? Euch heute helfen? Ja, schön. Wir sind das erste Mal da. So, Gruppe wechseln. Ah, okay. Der erste ist wohl fest. Aber ich kann die hier nur wechseln. Ich kann die nicht irgendwie sagen, okay, ich will jetzt aktuell nur mit einem spielen. Das geht wohl nicht. Man muss dann wohl immer 4 Stück haben. Ah, ich bin blind. Wo wär's gegangen? Und hier sage ich immer wieder, wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Leute, lernt lesen und schreiben. Dann klappt's auch mit dem Computerspielen. Und Party zusammenstellen. So, wer bist denn du? Wirtshausgast. Alter 31. Einer der Soldaten, der den Frostwolf zu Fall brachte, die legendäre Bestie, einst das Frostland heimsuchte. Der Kampf ward nur durch die Hilfe eines Jägers und seines Schreckenwolfs gewonnen. Daher wird das Duo noch heute für seine Taten gepriesen. Informationen erhalten? Keine. Das finde ich jetzt nicht okay. Können wir dem denn klauen? Heiltraube? Lebhafter Ohrring? Naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, ich glaube, ich spiele jetzt nebenbei noch ein bisschen Odyssey, damit ich damit schneller fertig werde. Dann viel Spaß und viel Erfolg.
Und falls du nebenbei hier zuschaust, viel Spaß beim Lurken. Ich finde das schön. Oh, okay. Das kenne ich noch gar nicht. Okay, aber hier gibt es keine Truhe. Das finde ich jetzt nicht okay. Ich muss mir das echt mal hier auf mein Soundboard legen. Ich müsste generell mal was auf Soundboard legen, ne? Schaust doch zu, dann viel Spaß. So, Jupp, was bist denn du? Hey. Ich habe gehört, dass es ziemlich kalt werden kann. Brauche also eindeutig noch mehr Waren, die euch warm halten können. Alter, 29, Händler. Ein Händler, der aus dem Süden anreiste, um das klare Schneewasser des Frostlands zu finden. Dieses soll den Erzählungen nach ewige Jugend gewähren und ist dementsprechend hochbegehrt in Adelskreisen. Allerdings war es dieser clevere Händler selbst, der das Gerücht in die Welt gesetzt hatte. Okay. Na denn. Dann würde ich sagen. Und ich bitte an dieser Stelle zu entschuldigen, sollte ich irgendwann auch die weiblichen Charaktere normal vorlesen. Die Stimme macht blöp. Und wie gesagt, noch mehr trinken kann ich nicht. Und dann starten wir nun der Geschichte von Ophelia. Und Kelly, wann musst du morgen eigentlich wieder bei der Party sein? Ich werde den Entfachungsritus an eurer Stadt vollziehen. Ihr Name ist Ophelia und sie ist Klerikerin. In ihrer Heimatstadt Flammhult erhebt sich die große Kathedrale über alles. Hinter ihren schützenden Mauern verbringt sie ihre Tage im Dienst der Flamme. Sie hilft Liana, ihrer lieben Freundin und Schwester, sich auf den Entfachungsritus vorzubereiten. Eine heilige Wallfahrt, die alle 20 Jahre stattfindet. Und wir hatten, vor ein paar Stunden hatten wir was auf die heilige Flamme. Das ist eine Anspielung hierauf. Aber am Abend vor Lianas Abreise spielt sich eine Tragödie ab. Ophelia macht sich bereit, die Wallfahrt anzutreten und mit den Traditionen ihres Glaubens zu brechen, um ihre Adoptivfamilie zusammenzuhalten. Auf diesem Weg braucht sie tapfere Verbündete. Okay, der Stimme macht komplett die Grätsche. Also ich werde alles O-Ton vortragen, ohne zu verstellen. Die Geschichte dieses Reisenden beginnen, ja. Come in. Herein. May the sacred flame light your path on this fine day. Möge die heilige Flamme euren Weg an diesem wunderbaren Tag erleuchten. And may it ever shine its warmth upon you. Und möge sie euch für immer wärmen. Ja, wer kennt das Damengekicher nicht? Ja, jetzt ist aber mal wieder gut hier. How many times have we said those words? And yet, they seem to take on a whole new meaning now.
Wie oft haben wir diese Formel schon zitiert? Und doch scheint sie nun eine ganz neue Bedeutung zu entwickeln. Each day is one day closer to my departure. Perhaps I'm more nervous than I thought I was. Mit jedem Tag rückt meine Abreise näher. Vielleicht bin ich doch nervöser, als ich dachte. Liana? Liana? You needn't worry about me. I was born to make the pilgrimage. Du brauchst dir um mich keine Sorgen zu machen. Ich wurde als Wallfahrerin geboren. My father did the same 20 years ago. As his daughter, I cannot let him down. Mein Vater hat diese Pilgerreise vor 20 Jahren auch unternommen. Und als seine Tochter kann ich ihn doch nicht enttäuschen. You really are incredible, Liana. I don't know how you do it. Du bist wirklich unglaublich, Liana. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. What? Was denn? As the Archbishop's only true-born daughter, everyone always expects so much from you. Einzige rechtmäßige Tochter des Erzbischofs erwarten alle immer so viel von dir. And yet you never fail them. Each of your sermons is more inspiring than the last. Und doch hast du nie jemanden enttäuscht. Jede deiner Predigten ist inspirierender als die zuvor. Now the pilgrimage. So much is placed on you alone. Und dann die Wallfahrt. So viel lastet dabei auf deinen Schultern. Don't be silly. I'm not alone. I have you, don't I? And everyone at the cathedral. Sei nicht albern. Ich bin doch nicht alleine. Ich habe doch dich, oder? Und all die anderen in der Kathedrale. Why, you're the one who helped me think of a topic for that last sermon, Ophelia. You even stayed up nights with me to draft it. Du hast mir doch geholfen, ein Thema für meine letzte Predigt zu finden, Ophelia. Und bist nächtelang wach geblieben, um sie mit mir zu schreiben. A willing set of ears and a few pretty words, that's all I could offer you. I wish I could do something that would truly help you. Bei offene Ohren und ein paar schöne Worte waren alles, was ich beitragen konnte. Wünschte mir, ich könnte etwas tun, das dir wirklich hilft. Oh, abandon such worries and come, my sister. Father is expecting us in the chapel. Ach, vergiss diese Sorge und komm, meine Schwester. Vater erwartet uns in der Vater erwartet uns in der Kapelle. Zur Kapelle gehen. Da ist nichts, der hier habe ich gar nicht geguckt, bei mir gestern. Aber hier bin ich ja noch. Oh, okay. Am Anfang schufen die 13 Gottheiten das Land. Sie formten die Berge, füllten die Meere, schenkten mächtigen Bäumen und wilden Tieren das Leben. Und dann schufen sie die Menschen, damit sie herrschen sollten über das Land. Doch einer der Götter, Caldera, war zu gierig, um sich von seiner Schöpfung zu trennen. 12 Gottheiten des Guten waren zu einem verzweifelten Kampf gegen den grausamen Caldera gezwungen, dem Herrn über die schrecklichsten Zauber. Schließlich war es Elric, der den Konflikt beendete, der Flammenträger und Herr über alles, was heilig ist. Elric ließ Astralfeuer auf Caldera herabregnen, beraubte ihn so seiner Kräfte und schloss ihn in der Nachwelt ein. Eine göttliche Flamme, die alle Schatten vertreibt. Das ist die heilige Flamme, die das Land Ostera erhält und dem Volk so Wärme und Führung bringt.
There you are, my girls. Ah, da seid ihr ja, meine Mädchen. Your Excellency, may the sacred flame ever light your path. Eure Exzellenz, möge die heilige Flamme euren Weg erleuchten. Have you need of us here, Father? Werden wir hier gebraucht, Vater? I wish to see you, that is all. Do carry on with your duties. Ich wollte euch nur sehen, das ist alles. Macht ruhig mit euren Aufgaben weiter. As you wish, Your Excellency. Wie ihr wünscht, Eure Exzellenz. Your Excellency, das erinnert mich immer so an Your Majesty. It is as if the two of you have become women grown in but the blink of an eye. Es kommt mir so vor, als wärt ihr beide von einem Augenblick zum anderen erwachsen geworden. How long has it been, Ophelia, since you came to us? Ophelia, wie lange ist es schon her, seit du zu uns gekommen bist? 15 years, Your Excellency, or near enough so. 15 Jahre, Eure Exzellenz, beinahe. 15 years. I suppose it is little wonder that you have grown so. 15 Jahre. Sollt ihr mich wohl nicht wundern, dass du so gewachsen bist. I was but an orphan, Your Excellency, starving and sickly. I would not have lived to see this day if you had not taken me in. War eine Waise, Eure Exzellenz, halb verhungert und krank. Wäre heute nicht hier, hättet ihr euch damals meiner nicht angenommen. I may not have said it enough growing up, but my heart is full of gratitude for all that you have given me. Vielleicht habe ich es nicht oft genug betont, während ich heranwuchs, aber mein Herz ist voller Dankbarkeit für alles, was ihr mir gegeben habt. No need for such words, my child. We all follow the path the flame illuminates for us. Das bedarf keiner Worte, mein Kind. Wir folgen alle dem Weg, den uns die heilige Flamme erhält. Come on, Feely. We're family. You, father and I. There's no need to be so formal about it. Komm, Feely. Wir sind eine Familie. Du, Vater und ich. Da muss man doch nicht so förmlich sein. Why should you have to thank us for being with you? That's what family's for. Warum solltest du dich bei uns dafür bedanken, dass wir bei dir sind? Dafür ist eine Familie doch da. Of course. You're right, Liana. Natürlich. Du hast recht, Liana. And besides, Father may be a great archbishop in here, but we both know he's just an old layabout at home. Isn't that right, Father? Und abgesehen davon ist Vater hier vielleicht ein großartiger Erzbischof. Aber wir wissen doch, zu Hause ist er nur ein alter Faulenzer. Stimmt's, Vater? An old layabout? Oh, you wound me, Liana. Ein alter Faulenzer? Jetzt verletzt du mich aber, Liana. I know your duties at the cathedral keep you busy, Father, but honestly, you're no help at all when it comes to keeping a household running. Ich weiß, dass dich deine Pflichten in der Kathedrale sehr in Anspruch nehmen, Vater. Aber mal ehrlich, im Haushalt bist du keine große Hilfe. Would it kill you to cook a meal or dust the bookshelves from time to time? Würde es dich umbringen, mal zu kochen oder hin und wieder auf den Bücherregalen Staub zu wischen? Oh my. When you put it that way, I suppose I am quite useless after all. Meine Güte. Also, wenn du es so sagst, dann bin ich wohl wirklich kaum zu gebrauchen. So even the great and beloved Archbishop falls short in the discerning eye of his daughter. Selbst der großartige und geliebte Erzbischof bleibt in den kritischen Augen seiner Tochter hinter den Erwartungen zurück.
So it would seem, Ophelia. So it would seem. So scheint es, Ophelia. So scheint es. Now, tell me, Liana. Und jetzt sag mir, Liana. Are you prepared for your journey to the Cave of Origin? Bist du bereit für deine Reise zur Höhle des Ursprungs? But of course, Father. I am ready. Aber natürlich, Vater. Bin bereit. In the deepest recess of that cave is where you will find the first flame. In hintersten Winkeln dieser Höhle wirst du die erste Flamme finden. You will take the ember to the churches across the realm, where it will serve to light the sacred fires that warm and protect all the lands. Du wirst den Kirchen im ganzen Land ihre Glut bringen, die heiligen Feuer zu schüren, die weit und breit für Schutz und Wärme sorgen. This is the kindling, the time-honored rite held without fail once every 20 years since the days of old. Das ist der Entfachungsritus, der seit ewigen Zeiten gepflegt wird, alle 20 Jahre stattfindet. Your journey will not be an easy one. As soon as you step foot into the wilderness, you will be met with lawless villains and savage beasts. Deine Reise wird nicht einfach sein. Sobald du auch nur einen Fuß in die Wildnis gesetzt hast, warten gesetzlose Schurken und wilde Tiere auf dich. Yes, many a servant of the church has made this journey throughout our history. Some have never returned. Ja, viele Diener der Kirche haben sich im Laufe der Geschichte auf diese Reise gemacht und einige sind nie zurückgekehrt. But I know you can do this, my daughter. Everyone has put their faith in you. Schon wieder so ein scheiß Mistviecherin. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst, meine Tochter. Alle glauben fest an dich. You have my word, Father. I won't let you. I won't let anyone down. Du hast mein Wort, Vater. Ich werde weder dich noch sonst jemanden enttäuschen. I will carry out the rite, just as you did 20 years before. Ich werde dem Brauch entsprechen, genau wie du es vor 20 Jahren getan hast. Very good, my child. Very good. Sehr gut, mein Kind. Sehr. Das muss aus Husten reichen. Father. Vater. Are you all right, Your Excellency? Ist alles in Ordnung, Eure Exzellenz? It's nothing to worry yourselves over. Just my ears announcing their advance. Nichts, worüber du dir Sorgen machen solltest. Ich komme lediglich in die Jahre. Oh, you mustn't sound so gloomy, Your Excellency. Ach, ihr dürft nicht so pessimistisch sein, Eure Exzellenz. So, ich hau mich dann aber mal ins Bett, bestände denn. Okay, tschö, tschö, bis morgen. Und morgen, ne, viel Spaß auf der Party. Und, ne, ich drück die Daumen, dass es mitnehmen klappt. Ne? Also so. Ganz tolle, mit beiden. Aber erst, wenn ich mit Socken fertig bin, sonst klappt's nicht mehr. Ach, ihr dürft nicht so pessimistisch sein, Eure Exzellenz. There is still so much we would learn from you before we let you call yourself Archbishop Emeritus. Es gibt noch so viel von euch zu lernen, bevor wir zulassen können, dass ihr zum Erzbischof Emeritus werdet. Ist hier die Bezeichnung für Tod oder so?
Weil, er ist doch schon Erzbischof, oder? Den habe ich gestern schon nicht verstanden. Ophelia is right, Father. Like she always is. Ophelia hat recht, Vater. Wie immer. You should retire for the day and let your body recuperate. We can handle things from here. Du solltest dich für den Rest des Tages zurückziehen und neue Kräfte sammeln. Wir können uns hier um alles kümmern. We will let the Pontiff know that you are resting in your chamber, sir. Wir werden den Pontifex darüber informieren, dass ihr in euren Gemächern ruht, Herr. When my two girls insist, who is this old man to deny them? I will leave the preparations for today's service to you. Wie kann ich, alter Mann, widersprechen, wenn meine beiden Mädchen darauf bestehen? Dann überlasse ich euch die Vorbereitungen für die heutige Zeremonie. We will take care of everything, Your Excellency. Wir werden uns um alles kümmern, Eure Exzellenz. I'll see Father back to his chambers. Bringe Vater in seine Gemächer. Thank you, Liana. I will see to our duties here. Entschuldigung. Danke, Liana. Ich erledige die Aufgaben hier. Well then. Ich beginne wohl besser sofort mit den Vorbereitungen für die nächste Zeremonie. Meine Güte, was macht denn das Kind hier ganz alleine? Entschuldigung. Ich glaube, allzu lange machen wir aber nicht mehr heute. Was ist denn los, mein Kind? Hallo, Bam Bam. Oh, Bam Bam, du nervst. Weißt du das? Genau, bleib da oben liegen. Das ist okay. Was ist denn los, mein Kind? Meine Mami, sie ist weg und ich kann sie nirgends finden. Komm zurück, Mami. Lass mich hier nicht alleine. Jetzt schaust du auf, ne, Kater, wie ich gut weinen kann, ne? Ist ja gut, ist ja gut. Lass uns mal deine Tränen trocknen. Soll ich dir helfen, deine Mami zu finden? Kannst du sie wirklich finden? Of course. Natürlich, mein Kind. Die heilige Flamme wird uns den Weg weisen. Obwohl ich ja eigentlich Vorbereitungen treffen muss. Nein. Kann diesen armen Jungen nicht alleine lassen. Wenn ich schnell zurück bin, werde ich wohl noch alles schaffen. Na, wo kommen denn hier beim alle her? Wegeaktionen. Nutzt die einzigartigen Aktionen jedes Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden. Versucht vor einem Stadtbewohner Y zu drücken. Ophelia kann Stadtbewohner führen. Und sie werden ihr folgen, wohin sie auch geht. Wir führen. Möge die Flamme euch den Weg. Entschuldigung, weisen. Wirklich? Ihr werdet mir helfen, sie zu finden? Oh, und wie genau der da bleibt, eh? Hello. Viele Gläubige kommen in diese Kathedrale, um Führung durch die heilige Flamme zu erbitten. Okay. Oh, na, Entschuldigung. Hat sich das echt das Mikro aktiviert? Ich glaub's ja nicht. Es war ein Miniatur-Baby-Kopperle. Aber
Wer flennt wie ein Baby nach Mami, der darf auch Kopperle machen. Nicht, ja? Was willst du schon wieder hier? Wie soll ich mit dir hier spielen, sag mal? Oh Mann, ey, der Kader, ne? So, kriegen wir das hin? So. So. Nicht in der Achsel schmusen. Oh, Kader. So. Kader, du nervst. Mother! Mami! Young man! Da bist du ja! Jetzt hat was anderes gesagt. Oh! Schwester Ophelia! Wie kann ich euch nur danken, dass ihr euch um meinen kleinen Lausebengel gekümmert habt? Ich bin kein Lausebengel. Und du? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht alleine losgehen sollst? Ein bisschen hinter Mikro hervorkommen. Actually. Bitte, schimpf nicht mit dem armen Jungen. Er war die ganze Zeit so tapfer und lieb. Thank you so much. Ihr seid zu gütig, Schwester Ophelia. Ich weiß doch, wie sehr ihr in der Kapelle beschäftigt seid. Vielen Dank, dass ihr mir trotzdem geholfen habt. Es ist kein Wunder, dass der Erzbischof so stolz auf seine beiden Töchter ist. Auf seine beiden Töchter? Kader, bist du eigentlich noch ganz dicht, oder was? Aber ihr werdet doch sicher wissen, wie stolz er auf euch und eure Schwester Liana ist. Truly? Das sagt er? But of course. Aber natürlich. Fast jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche. Und jetzt komm, kleiner Mann. Bedank dich bei Schwester Ophelia und dann müssen wir nach Hause. Thank you. Danke, Schwester Ophelia. Gern geschehen, mein Junge. Aber versuche, künftig bei deiner Mutter zu bleiben, ja? Gibt's mit der Rute. Hm? Was hat's bei uns früher noch gegeben? Der Teppichklopfer. I see. Eure Exzellenz. Ich werde alles mir Mögliche tun, um die Tochter zu sein, die ihr euch wünscht.